Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind hier gerade noch vor unserem Kind, das ein bisschen weint, weil, naja, es ist gerade erst geboren, ne? Da ist es halt so ein bisschen so, sie ist noch draußen, weil wir haben das gestern, in der letzten Folge, ja nur umgestellt einmal. Und ja, wie geht's denn den Kids so? Stimmt, ich habe die ganzen Projekte gar nicht aufgestellt gehabt. Das wäre vielleicht eine Idee, das jetzt zu machen. Oh, ein guter Junge. Er setzt sich direkt dran. Er ist, glaube ich, sogar letzte Folge gealtert. Das heißt, er braucht noch Fähigkeiten, ne? Mach irgendwas. Keine Ahnung. Mach Sport. So, er hat noch keine Fähigkeit. Nur halt alle mal irgendwie so auf Level 1 irgendwie mal gebracht, zumindest. Aber er ist dabei und lernt jetzt neue Fähigkeiten. I'm proud. Sie braucht auch noch was. Deswegen wäre es vielleicht auch sinnvoll, wenn sie auch ein Projekt anfängt. Ich habe schon wieder vergessen, dass er ein Vampir ist. Ich gerade so, hä? Durst? Was? kritisch. Der Rest der Kinder scheint ihre Fähigkeiten alle sehr gut und weit gebracht zu haben. Die müssen halt alle nur irgendwie ihre Hausaufgaben machen, ne? Beziehungsweise die beiden haben ja nur diese eine Hausaufgabe hier. Die können ja irgendwas tun in ihrem Leben. So. Er macht sowieso ja gerade was. Dann mach du bitte deine Hausaufgaben. Und du auch. Und Mutti kocht jetzt wieder Grillkäse. Denn das brauchen wir ja noch für unser Bestreben, ne? Ich glaube, wir haben sogar schon genug gekocht gehabt. Aber, wir müssen ja auch noch genug essen. Ja, wir müssen noch eins essen. Sind wir dann eigentlich durch? Nein, danach kommt noch Fondue-Fanatiker. Grillkäse-Sandwich im Weltraum essen. Okay. Ein Grillkäse-Sandwich von ausgezeichneter Qualität zubereiten. Mit dem Sensenmann über Grillkäse reden. Alles klar. Ich glaube, wir werden vorher nochmal das Ganze switchen dann, weil, wie sollen wir das machen? Wir können nicht schon wieder ein Kind sterben lassen. Also ich meine, ich will ja nichts sagen, aber... So, und Donnerstag werden wir das Kind altern, haben wir gesagt. Daran kann ich mich noch erinnern. Wow. Ich kann mich mal an Dinge erinnern, die ich gesagt habe. Krass. Ach, das ist das erste Video, wo ihr meine kurzen Haare seht, ne? Oh, habe ich schon wieder vergessen. Für mich ist es so normal und... Ja, es ist zwar trotzdem noch neu, aber... Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Am Anfang habe ich mich immer ein bisschen erschrocken, wenn ich im Spiegel geguckt habe. Aber jetzt weiß ich, wie das hier aussieht. Yay, seine Zusatzarbeit ist fertig. Das ist supidupi. Aber er hat, glaube ich, seine Fähigkeit nicht vervollständigt da. Nicht Level 3. Ich glaube, sie auch nicht. Aber naja, daran lässt sich ja noch arbeiten, ne? Hier hat sie auch, glaube ich, nicht. Nee, aber sie ist näher dran. Das ist zumindest schon mal ganz gut. Ja, die müssen dann gleich alle zur Schule. Schade, sonst hätte ich die noch schnell das lernen lassen können. Die haben einfach gar nicht geschlafen. Die so, nope. Das Kind ist erstaunlich ruhig und hat die Mutti einfach durchschlafen lassen. Wow. Ein Wunderkind. Aber das liegt auch an ihrem coolen Namen. Oh ja. Tschüss, Kinder. Tschüss. Bitte alle fleißig lernen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. So, Mutti hat gerade nichts zu tun. Deswegen malen einfach. Mal. Wir wollen deine Fähigkeit ja auf Vordermann bringen hier, ne? Ich möchte ja, dass sie so viel hat, wie es nur irgendwie geht. An Fähigkeiten auf Level 10 oder so. Oder zumindest ein Huhn. Ja, sie hat bessere Noten. Oh, sie muss noch abnehmen, ne? Gut, da können wir uns auch gleich drum kümmern. Aber sie macht das jetzt erstmal zu Ende. Okay, das Kind heult. I'm sorry. Oh, das sieht voll schön aus. Das verkaufst du dann. Und dann geht's ab. Die Post ist mir gerade nicht so wichtig. Die kam gerade. Aber... Wir wollen unseren Vorsatz hier auch noch schaffen, ne? Wir haben schon nur 4 Tage. Ups. Level 6. So, nochmal Ausdauerlauf. Los. Ey, an die Grenzen gehen. Hallo, geh an die Grenzen. Können wir das irgendwo unterstellen? Weil ich glaube, der Regenschirm ist gerade das Problem. Und da soll man draufkommen können? Ich meine, wir versuchen es mal. Entschuldigung, du das Laufen. Ich kann das nicht anklicken. Was zur Hölle? Was? Spiel! Okay, sie kann da nicht dran. Ich wollte schon sagen... Oh, oh, guter Sound. Oh. Zweierschülerin, das ist schon gut. Einerschülerin, jawohl, Zweierschülerin noch. Nice. Oh mein Gott, ihr geht's nicht so gut leider. Aber das tut uns ja gerade nicht so zur Sache, weil sie soll ja einfach nur altern. Und dann kommt sie raus hier, sich etwas wünschen. So, alles Gute zum Geburtstag und so. Alles Gute. Sie ist sprunghaft. Okay. So, und dann... Assamilie entfernen. Bye, girl. See you. Nein, ich habe ihr die Hausaufgaben nicht entnommen. Nein. 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 Warte.
Sie ist noch hier. Nein, sie ist jetzt weg. Verdammt. Ich hätte ihr die noch entnehmen können. Jetzt hat sie einfach gar keine Hausaufgaben. Upsi. I'm sorry. Die anderen müssen dann gleich auf ihre Fähigkeiten und so, weil die sind alle richtig müde, weil sie ja nicht geschlafen haben. Hoppla. Naja, es hat sich noch nichts getan, aber wir bleiben dran. Deswegen machen wir nicht direkt wieder ein Kind. Einfach nur, damit sie jetzt mal abnehmen kann. Zumindest ein bisschen. Also nicht, dass sie nicht so auch schön wäre. Aber, wie gesagt, unsere Storyline ist ja, dass sie sich halt einfach... Ach ja, duschen geht ja nicht. Dann soll sie baden gehen. Baden hat, glaube ich, funktioniert gehabt, ne? Wie ist sie da reingekommen? Die Tür ist abgeschlossen. Yeah, Käsekenner. Gut, also Grillkäse jetzt für Sandwich von ausgezeichneter Qualität herstellen, zubereiten da, das kriegen wir noch hin. Aber danach werden wir auf jeden Fall das Bestreben erstmal wechseln. Und warum zur Hölle kommt ihr jetzt hier rein wieder? Also ich meine, Tür abschließen für jeden außer Melody. Und dich teleportieren wir... Nein, dich teleportieren wir hier raus. Also ich bearbeite einfach noch ein Projekt. Sie kann ja nochmal trainieren gehen heute. Solange sie sich nicht ausgelaugt fühlt. Bruder, er fängt einfach 20 Projekte an. Was ist mit ihm? Dann vollbringe sie wenigstens. Da hat sich auf jeden Fall was getan, oder? Oder bilde ich mir das ein? Nee. Sie ist schon schlanker geworden, aber zählt nicht als Vorsatz, ne? Sie muss noch mehr abnehmen. Immerhin hat er noch keinen gebissen. Ich bin richtig stolz auf ihn. So, auf der Schule, Kinder. Wir holen dann gleich die Post. Wir haben jetzt dann Post von 2 Tagen direkt, weil ich gestern vergessen habe, die zu holen. Deswegen, wow. interessante Dinge auf jeden Fall. Mal was anderes. So, und da sie ja noch mehr abnehmen soll, laut ihrem Ding, sie soll sie dann einfach mal trainieren. Ich frage mich wirklich, wie viel sie abnehmen soll, damit sie hier ihr Dings hat. Ich werde sie jetzt einfach auch was Gesundes essen lassen, nämlich einen Gartensalat. Weil tatsächlich gibt es ja dieses Kaloriensystem in Sims 4. Deswegen, vielleicht wollen die auch einfach, dass ich jetzt etwas gesünder esse. Und das, schaffen wir, denke ich mal. Yikes. Nein, leider keine gute Note für euch. Das macht mich traurig. Ich hasse es zwischendurch, dass diese Leute anrufen und hier einen Job anbieten. Also zumindest in dieser Challenge dürfen wir ja keine Jobs annehmen. Deswegen, hör auf mich anzurufen. Außerdem habe ich mein Handy doch... Warum habe ich das nicht mehr auf stumm? Ich hatte das immer auf stumm, ja? Ah ja. Da sehe ich mich. Level 7. Sie hat ja noch einige Punkte. Wir können mal gucken, was sie denn so kriegen könnte. Räum schneller auf. Das ist schon mal gut. Hier selten müde. Das Ding ist, ich habe ihr das, glaube ich, noch nicht gekauft, oder? Weil sie ist sowieso irgendwie total wenig müde. Deswegen wäre das voll dumm, sich sowas zu kaufen. Also zumindest gerade. I don't know. Kaum hungrig ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Weil dann würde sie auch nicht so schnell zunehmen, glaube ich. Wir nehmen das mal. Also, ihr könnt mir nichts sagen, aber sie ist gerade schon so dünn. Ich meine, sie ist jetzt so krass dünn geworden. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das nicht zählt. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob erst dann geguckt wird, ob man das auch gehalten hat am Ende. Keine Ahnung. Weil eigentlich will ich sie nicht noch mehr abnehmen lassen, weil sie ist jetzt schon echt dünn. Und das muss jetzt halt auch nicht sein, ne? Ich finde, sie ist jetzt schon wieder fast zu dünn. In meinen Augen, so. Also zumindest, wenn sie etwas fülliger ist, steht es ihr einfach besser. Und sie ist jetzt auch definitiv dünner, als ich sie am Anfang erstellt hatte. Und das merkt man. Wir können jetzt auch für ihren Laptop hier einstellen. Computersperren für jeden außer Melody. Weil das ist ja ihr Laptop, das ist ja ihr Arbeitsplatz. Irgendjemand hat diesen Bot weggenommen, ey. Das ist ja hier nur ihr Laptop, ne? Deswegen, da darf auch eigentlich nur sie ran. Dafür haben wir ja 2 krasse PCs hier, ne? So, die Zusatzprojekte sind auch alle abgeschlossen jetzt. Okay. Alles klar. Was auch immer der hier zu suchen hat. So, schon wieder ist Schule, Alter. Geht immer so schnell hier bei euch. Hallo? Na, man merkt ihr an, dass sie happy ist. Na, Baby. Also ich meine, bis sie Babymama wird wieder. Dauert noch ein bisschen, aber ich warte jetzt erst diesen Vorsatz ab, weil wenn das wirklich so ist, dass dann halt erst am Ende geguckt wird, ob sie wirklich abgenommen hat, dann ne, wäre es vielleicht ganz gut. So, und sie braucht aber soziale Kontakte. Das ist Lemuel Swine. Okay, Quatsch mit dem. Das könnte ja der nächste Baby-Daddy werden. Wieso gehst du im Schlafanzug? Das ist nicht okay. Geh einfach mal mit deiner Partykleidung, weil wir die noch nie gesehen haben. Oh, sie sieht so cool aus. Die so, ich will auch mal rauskommen. Ich habe jetzt abgenommen. Ich sehe jetzt wieder noch mal ein bisschen in ihren Augen schöner aus, bla.
Dann quatsch mal ein bisschen mit dem. Um hohen Kredit bitten. Okay. Geld? Da sag ich nicht nein. Oh, da sieht sie gerade so schön aus. Oh mein Gott, ich will den Typen aber nicht im Thumbnail haben. Warte, ich versuche. So, das sieht gut aus. Wow. Wow. Aber warte, sie ist immer rechts, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott. Dann müssen wir das. So. Dann bin ich auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Versteht ihr? Ach Mann. Ich brauche, glaube ich, allgemein noch mehr Fotos mit ihr. Wie sie so aussieht, Alter. Weil die Frise steht ihr schon sehr, sehr gut. Und ihr verkauft ihr Statuen. Nee. I don't want them. Wer ist Barco? Wir kennen den nicht. Und sie so, ich flirte dich einfach direkt an. Kann sie einfach mal ein Selfie von sich machen? Naja, ist jetzt nicht so perfekt eigentlich, aber die Fotografiefähigkeit kann man auch lernen. Mach einfach nochmal welche. So, und den Rest gucken wir uns an zu Hause. So, weil dann könnte man die ja eventuell aufhängen irgendwo. Hier so vielleicht. Sind die alle gleich gut? Oh mein Gott, mit dem Zwerg nicht. Nein, da ist auch wieder ein Zwerg, den wollen wir nicht. Und sonst können alle weg. Außer das eine da. Und dann legen wir da einen Rahmen drum. Am besten in weiß. Sie wirkt sehr confident und das ist halt sehr, sehr süß. Das ist die Melodie, die wir kennen. Und ich liebe auch ihr Tattoo. Beim Umstyling müssen wir auf jeden Fall mehr Outfits machen, wo man halt ihr Tattoo sehen kann. Vielleicht kriegt sie beim Umstyling ja noch ein Tattoo. Ich meine, wäre vielleicht angebracht, oder? Jetzt kümmere dich um dein Kind. Sieh so, jetzt bin ich müde. Okay, mach ein Nickerchen. Die Kids sind zu Hause und Tatjana ist Einserschülerin. Tatjana, meine Liebe, da sehe ich dich. Alles Gute zum Geburtstag auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich style sie dann offscreen um, weil meine Zeit ist um. Und ich glaube, das Video wird dann schon ungefähr lang genug gehen und ich möchte das jetzt nicht hinauszögern. Vor allem nicht als letzte Tat, dass halt jetzt ein Umstyling da ist und so. Das mache ich offscreen. Werdet ihr dann im nächsten Part sehen, wie sie aussieht und so. Und sie macht da hinten das Dings kaputt. Toll. Sie ist Genießerin und eine herausragende Malerin. So, dann machen wir da noch Kerzen drauf. Interessant sieht sie aus, auf jeden Fall. Sie hat was, aber ich würde dir, glaube ich, eine andere Frisur geben. Weil irgendwie passt sie nicht zu ihr. So, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt 100 Baby Challenge oder irgendein anderes Video, was irgendwie kommt, weil ich möchte demnächst Sims 2 bringen und ich möchte mal wieder Sims 3 bringen und ach, ich bin so bereit dafür. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!